Ich wusste nicht, wer von uns beiden es war, der den anderen stützte oder der sich vom anderen stützen ließ. So schnell wir konnten, schleppten wir unsere mitgenommenen Körper voran, versuchten, Fresser und seine Schlampe mit dem Bauchschuss hinter uns zurückzulassen. Wenn wir jetzt noch mehr Decks über den Weg laufen würden, hatten wir keine Chance. All das war uns beiden absolut klar, und es brauchte nicht mehr Verständigung zwischen uns als ein kurzes Nicken. Es war egal, wie wir hießen. Es war egal, wo wir herkamen. Es war egal, wen oder was wir in der Vergangenheit verloren hatten. Es war egal, wo wir hin wollten. Im Moment galt es nur, von den Straßen herunterzukommen, irgendwohin, wo man vor den Augen der Degenerierten und ihrer Mordlust sicher war. In einem kurzen Augenblick, in dem wir uns mehr schlecht als recht aneinander hochgezogen hatten, hatte ich einen Blick auf das Gesicht meines Retters geworfen. Sofern es die Prellungen und Schnitte, die es verunzierten, zuließen, eine Schätzung zu machen, schien er ungefähr in meinem Alter zu sein. Vielleicht war er aber auch jünger, und dieser Eindruck war nur aufgrund seiner abgezehrten Züge und den tief in den Höhlen liegenden, von seinen vergangenen Torturen zeugenden Augen zustande gekommen. Mit Schaudern dachte ich an seine in alle Himmelsrichtungen abstehenden Finger. Er musste höllische Schmerzen haben. Auf der anderen Seite, und das hoffte ich für ihn, hatte er vielleicht noch genug Adrenalin in seinem Kreislauf, um diese Pein im Moment nicht wahrnehmen zu müssen. Besonders weit waren wir noch nicht gekommen, und noch immer konnte ich Fressers lautes Schluchzen hören, wenn ich mich darauf konzentrierte. Ich warf einen Blick nach hinten. Er saß auf dem Boden, den Oberkörper der angeschossenen Frau hatte er in seinen Schoß gezogen und wiegte ihn sachte hin und her. Wenn ich das richtig sah, war der Knochendegenerierte mit den gierigen Schweinsaugen überraschend zärtlich im Umgang mit ihr. Eine seiner Pranken lag auf dem Bauch der Degenerierten, sicher, um das Blut in ihr zu halten, die andere schien die Stirn der Frau zu streicheln. Ich wandte mich wieder ab. Keine Zeit, dieses Bild weiter auf mich wirken zu lassen. Ich wollte es auch nicht. Ich wollte nicht sehen, dass dieser verdammte Kannibale dazu in der Lage war, so etwas wie Trauer, Sorge oder Mitgefühl für einen anderen Menschen zu empfinden. Ich ging weiter und wandte meinen Blick wieder der Straße zu. Auf den nächsten 50 Metern waren nur noch zwei gepfählte, nackte Leiber zu sehen. Beide nebeneinander, ein Mann und eine Frau. Man hatte die rechte Hand des Mannes mit der linken der Frau zusammengenäht. Ein Ehepaar, das man verhöhnt hatte vermutlich. Bis dass der Tod uns scheidet. »Schneller! Nicht stehen bleiben!« keuchte die Stimme des Mannes, den ich stützte und der mich stützte. Hätte man uns zu einer anderen Zeit als dieser hier so zusammen auf der Straße gesehen, man hätte uns für zwei Freunde gehalten, die soeben als Letzte aus der Kneipe geflogen sind und nun nach Hause torkeln. Alle paar Sekunden hörten wir kurze, gebellte Rufe durch die Nacht hallen. Die Decks waren noch immer unterwegs und suchten nach mir. »Weißt du, wo wir hin können?« »Er kam von hier, glaubte ich. Er musste sich auskennen. Wir benötigten ein Versteck.« »Hey, weißt du irgendetwas, wo wir hin können? Irgendeinen Ort, an dem wir sicher sind und uns ausruhen können?« Wiederholte ich die Frage etwas nachdrücklicher. »Ja, ich weiß was, ist nicht weit. Hab ich mal gewohnt. Ja, der Schlüssel sollte nach... Scheiße.« Er kam ins Stocken, zeigte mit seiner verkrüppelten Hand nach vorn. Erst sah ich nicht genau, was er meinte, aber nachdem ich die Straße vor uns von links nach rechts mit den Augen abgetastet hatte, entdeckte ich in 70 Metern Entfernung eine Gestalt. Sie hatte uns wohl noch nicht gesehen, denn der Degenerierte ging in der Mitte der Straße nach rechts auf den Gehweg. Eine Sekunde lang blieb er dort stehen. Er schien zu überlegen, was er tun sollte. Dann verschwand er aus meinem Blickfeld. Vielleicht hatte er in einem der Häuser etwas gehört, das seine Aufmerksamkeit erregt hatte. »Weiter jetzt, solange er uns noch nicht bemerkt hat.« Mein Begleiter hatte recht. Die
Gestalt musste uns noch nicht einmal direkt gefährlich werden, um uns zu töten. Es würde völlig ausreichen, wenn er nur seinen Mund öffnen und mehr von seiner Sorte herbeirufen würde, um unser Schicksal zu besiegeln. Wir schleppten uns weiter, wobei ich meinen Gefährten Schritt für Schritt sachte nach links abdrängte, damit wir nicht auf der Mitte der Straße liefen. In der Nähe der Vorgärten konnten wir schneller in den Schatten untertauchen, falls wir erneut Decks ausmachen würden. Diese Sicherheitsmaßnahme erwies sich auch alsbald als notwendig. Wir hatten weitere 50 Meter zurückgelegt, als die auf die Entfernung vage männlich wirkende Gestalt wieder auf die Straße trat. Ein Glück, dass mein neuer Freund den Kerl entdeckt hatte, denn deswegen wussten wir genau, auf was wir zu achten hatten. Wir entdeckten den Deck gleichzeitig und gingen mit einer absurden, stolpernden Synchronbewegung hinter einem Mülltonnenverschlag in Deckung. Mein Begleiter unterdrückte ein lautes Stöhnen, als er sich mit dem Rücken zur Wand des Verschlages niederließ. Gerne hätte ich dasselbe getan, mich einfach nur dort angelehnt, aber dennoch spähte ich um die Ecke des Verschlages herum auf die Straße. Ich musste sehen, was der Degenerierte tat. Er selbst schien sich nicht so sicher zu sein, was er tun sollte. Er stand einfach nur da und drehte seinen Kopf hierhin und dorthin, hielt ihn schief, als ob er lauschen würde. Vielleicht, so dachte ich, hat er Angst. Allein in der Nacht unterwegs und auf der Suche nach einem Mann, den die Degenerierten, das hatte ich in der Zwischenzeit erfahren, als gefährlich einstuften. Vielleicht war er aber auch besonders mutig, hielt sich für den größten aller Jäger und Menschenschinder und versuchte es deshalb auf eigene Faust. »Was macht er?« wollte er wissen. »Ich weiß nicht. Steht auf der Straße. Scheint nachzudenken. Warte. Verdammt. Er geht weiter in unsere Richtung«, antwortete ich. »Scheiße«, zischte er. »Leise jetzt. Keinen Ton. Verstanden«, flüsterte ich zurück. Ich hörte das leise Geräusch aneinanderreibender Textilien, das mich annehmen ließ, dass er genickt hatte. Ich wandte meinen Blick nicht von dem Degenerierten ab. Je näher die Gestalt des Decks uns kam, desto sicherer war ich, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Sein Gang war... Aber natürlich. Der Kerl war sternhagelvoll. Er war nicht alleine in dieser Straße unterwegs, weil er uns jagen wollte. Entweder hatte er den Anschluss an seine Gruppe verloren, weil er zu langsam war, oder man hatte ihn absichtlich zurückgelassen. Vermutlich war es das. Ich denke, er hätte die Jagd auf uns ziemlich behindert, wenn die Gruppe sich an ihn angepasst hätte. Aber das spielte eigentlich keine Rolle. Ich verstärkte den Griff um die Machete und es tat weh. Dieser hier könnte wirklich das Glück eines Betrunkenen haben. Nicht, weil ich in versöhnlicher Stimmung war, sondern weil man nie wirklich wissen konnte, wie ein Kampf ausgehen würde, auch wenn man sich im Vorteil sah. Wenn er uns nicht entdecken und weiter die Straße entlang torkeln würde, würde ich ihn ziehen lassen. Kein Risiko eingehen. Dazu war ich nicht in der richtigen Verfassung. Und auch das Risiko einer Geräuschentwicklung wollte ich nicht eingehen. Sobald er aber seinen dämlichen, zugesoffenen Schädel auch nur eine Winzigkeit in unsere Richtung drehen würde, ich war fest entschlossen, ihm in diesem Fall seinen Kopf von den Schultern zu schlagen, noch bevor er Luft holen konnte, um seine Spießgesellen herbeizurufen. Weder ich noch meine neue Bekanntschaft rechts neben mir wagte es auch nur den kleinsten Mucks zu machen. Wir verharrten in lautloser Anspannung. Die schlaffen, ungelenken Schritte des Degenerierten auf der nassen Straße wurden immer lauter. Ich zog meinen Kopf um die Ecke zurück und wartete sprungbereit. Schritt für Schritt kam er näher. Dann schob er sich langsam in mein Blickfeld. Er ging in der Mitte der Straße, beanspruchte aber eine Spur von etwa 1,5 Metern, auf der er sich fortbewegte. Er brabbelte irgendetwas und seine Bronchien pfiffen asthmatisch. Vielleicht war er krank, vielleicht kam es vom Saufen. Es spielte keine Rolle. Er zog an uns vorbei
und wir atmeten auf. Ich sah ihm etwa 10 Sekunden lang nach. Dann zog ich meinen Retter erneut auf die Beine. »Wir müssen los. Im Moment ist er noch keine Gefahr. Wenn er allerdings Fresser treffen sollte...« Wie auf Stichwort hallte ein langgezogener, gequälter Schrei heran, eher animalisch als menschlich. Ich glaube bis heute, dass er von Fresser stammte. Ich glaube, die Frau mit dem Bauchschuss ist in eben dieser Sekunde gestorben, in der ich und mein neuer Gefährte uns wieder in Bewegung setzten. Wenn dieser Schrei einen Effekt hatte, dann den, dass wir uns so sehr beeilten, wie es uns irgend möglich war. Wenn die Schlampe tot war, hatte Fresser keinen Grund mehr, am Ort des Kampfes zu verweilen. Er kannte die Richtung, in die wir geflohen waren, und er wusste, dass wir langsam sein würden. Er würde kommen, um uns zu holen und um Rache zu nehmen. »Wie weit ist es noch bis in dein Versteck?« »Nicht mehr weit. Siehst du? Reicht da drüben, in das Haus auf der linken Seite.« Erleichtert atmete ich auf. Es war in der Tat nicht mehr allzu weit. Nur ein wenig weiter von uns weg als die Stelle, an der der besoffene Deck die Straße verlassen hatte. Nicht, um ein Haus nach uns zu durchsuchen, weil er etwas gehört hatte, sondern wohl doch eher, um sich auf irgendeinem Wege zu erleichtern. Dennoch beäugte ich die Stelle kritisch, als wir vorbeikamen. Es gab nichts von Interesse, und dann standen wir nach 20 weiteren kräftezehrenden Schritten vor der Haustür. Sie war verschlossen. Ich wies meinen Begleiter darauf hin. Fußmatte. Unter der Fußmatte. Ich löste mich vorsichtig von ihm, erst zur Gänze, als ich sicher war, dass er nicht umfallen würde. Ich hob die Fußmatte an. Der Schlüssel funkelte im Mondlicht. So leise es ging, schloss ich auf. Ich half meinem Retter ins Treppenhaus hinein. Dann schloss ich die Tür wieder und verriegelte sie sorgfältig. »Du hast mal hier gewohnt?« »Ja, bis kurz nach Kriegsende. Bis wir zu dem Schluss gekommen sind, dass wir vielleicht doch lieber alle zusammenleben sollten. Als Gruppe, anstatt jeder für sich und über die ganze Stadt verstreut. Verstehe.« »Ja, das machte Sinn. Welche Wohnung?« »Dritter Stock. Links«, keuchte er angestrengt, während wir zusammen die Stufen erklommen. Alles in allem brauchten wir vielleicht 4 Minuten, um seine frühere Wohnung zu erreichen. Der Schlüssel, der uns Zugang ins Treppenhaus verschafft hatte, passte auch hier. Da die Tür abgeschlossen war, verzichtete ich auf die Durchsuchungsroutine, die ich mir angewöhnt hatte, wenn ich verlassene Häuser oder Wohnungen betrat. Es war nicht anzunehmen, dass hier irgendwer oder irgendetwas auf uns lauern würde, und auch mein Begleiter schien sich keine Sorgen, um so etwas zu machen. Vorsichtig buxierte ich meine Fracht, oder meinen Frachter, je nachdem, wie man das sehen wollte, in Richtung Couch und setzte sie sachte ab. Mit einem Stöhnen ließ er sich in die Polster sinken. Mit einer langsamen Bewegung, die ihm Schmerzen verursachen musste, führte er seine Hand vor sein Gesicht. Er konnte noch immer nicht glauben, was er da sah, so schien es. Mindestens 3 seiner Finger waren an mehr als einer Stelle gebrochen. 3 der verbliebenen Finger hieß das. Der kleine hing nur noch an einem Hautfetzen. Hatte ich noch gar nicht bemerkt. Er wohl auch nicht, denn er wurde mit einem Mal noch 2 Stufen blasser, als er ohnehin schon war. Er hatte Mühe zu sprechen, als er fragte, »Würdest du es wegmachen?« Ich nickte nur und sagte dann, »Gleich. Sag mal, wie heißt du eigentlich?« »Jan. Und du?« »Ich bin gleich wieder da. Hast du noch was zu essen hier?« »Nein. Das haben wir alles mitgenommen, als...« »Wir«, hatte er gesagt. Jetzt fielen mir auch die Bilder an den Wänden auf, während er weiterredete, ich aber nicht mehr hinhörte. Auf den meisten davon war ein Junge zu sehen, der sein Sohn sein musste. Ich wollte jetzt aber nicht darauf eingehen. Wer wusste schon, was Fragen nach einem eventuell toten Kind in ihm auslösen würden? Nein. Es war besser, jetzt in der Gegenwart verankert zu bleiben.
Das Bad war schnell gefunden. Auch die Handtücher, dazu noch eine halbe Flasche Mundwasser. Nicht viel Alkohol, aber immerhin antibakteriell, wenn man dem Werbeaufdruck Glauben schenken durfte. Ich komplettierte meine Amputationsausrüstung in der Küche. Der Messerblock, der einmal ganz schön Kohle gekostet haben musste, bot mir, was ich brauchte. Ich kehrte ins Wohnzimmer zurück und tat es, ohne viel Brimborium zu machen. Die Blutungen waren kaum nennenswert, da der größte Teil der Wunde schon verschorft war. »Wie lange hast du denn da gelegen?«, fragte ich zum einen aus Interesse und zum anderen, um ihn abzulenken. »Keine Ahnung. Die Zeit ist komisch, wenn...« »Ja, das war sie wohl.« Draußen war es heller geworden und durch die Wohnzimmervorhänge fiel etwas Licht herein. Er war jünger als ich. Es waren die Anstrengungen gewesen, die ihn hatten älter wirken lassen. »Ich bleibe noch etwas wach. Ruh dich aus. Ich seh mal in die anderen Wohnungen. Vielleicht finde ich etwas zu essen oder einen Erste-Hilfe-Kasten oder sonst irgendetwas Brauchbares.« »Danke.« Jan änderte seine Position nicht, bewegte lediglich seinen Kopf nach hinten, bis er oben auf der Rückenlehne der Couch auflag. Ich war nicht ganz sicher, ob er noch leben würde, wenn ich wieder zurückkäme. Es war nicht nur die Hand, so viel war klar. An schweren, entzündeten Wunden gab es nichts zu rütteln. Nicht hier und heute. Aber immerhin hatte er bis jetzt überlebt. Ich verzichtete darauf, ihn weiter zu untersuchen. Sollte noch irgendwo eine Pfeilspitze in seinem Leib stecken, dann würde es eventuell mehr Schaden anrichten, sie zu entfernen. Zumindest jetzt und unter diesen Umständen. Gustav war nun mal nicht hier. Ich ging aus der Wohnung hinaus ins Treppenhaus. Zuerst versuchte ich es auf gut Glück durch einfaches Betätigen der Türklinken. Kein Erfolg. Alle Türen waren fest verschlossen. Auf dem Weg zurück in Jans Wohnung schloss ich so leise es ging eines der Treppenhausfenster, das noch gekippt war. Dann ging ich in die Küche. Unter der Spüle fand ich, was ich suchte. Einen Werkzeugkasten. Ich griff mir ein paar Schraubenzieher, ohne wirklich hinzusehen. Dann ins Bad, mehr Handtücher holen, um den eventuell entstehenden Lärm etwas zu dämpfen. Es waren alte Türen und alte Schlösser in einem alten Haus. Ich musste etwa 2 Minuten lang herumhebeln, bis ich die Nachbarwohnung betreten konnte. Es war mir gelungen, das dachte ich zumindest, dabei nicht allzu viel Lärm zu veranstalten. Und das, wo ich die Handtücher nicht zum Dämpfen benutzt hatte, sondern um die für meine geschundenen Hände viel zu harten Griffe des Schraubenziehers zu wickeln, den ich für am geeignetsten gehalten hatte. Es hatte trotzdem tierisch wehgetan. Die Wohnung war vom Schnitt her mit der von Jan identisch. Ich begab mich direkt in die Küche. Eine kurze Durchsuchung brachte 2 Dosen mit Ananasscheiben zutage und eine halbvolle, aber sorgsam verschlossene Tüte mit Haferflocken. In einer Schublade fand ich unter anderem Besteck, noch 2 Löffel und einen Dosenöffner. Ich ging zurück zu Jan. Er schien zu schlafen. Sein Atem war sehr schwach und in der ersten Sekunde hatte ich geglaubt, er sei gestorben. Ich öffnete eine der Dosen und roch daran. Schien noch okay zu sein. Ich probierte ein kleines Stückchen Ananas. Auch in Ordnung. Ich begann zu essen, und als ich damit fertig war, fühlte ich mich mit einem Mal, als wären meine Glieder aus Blei. Müde, völlig erschöpft, am Ende. Ich schien in den Sessel, auf dem ich Platz genommen hatte, geradezu hineinzusinken. Der Gedanke, hier und jetzt einfach einzuschlafen, die Dex und Mariam und Gustav und Sonja und Braunjacke und die Vampirdoktorin und alles eben einfach zu vergessen und darauf zu hoffen, irgendwann in 12 oder 16 oder 24 Stunden meine Augen wieder zu öffnen und festzustellen, dass ich noch am Leben wäre, war mehr als verführerisch. Aber nein, es ging einfach nicht. Ich stand wieder auf. Bald würde die Sonne ganz aufgehen. Ich trat ans Fenster. Durch den halbdurchlässigen Vorhang hindurch beobachtete ich die Straße.
Das Grummeln in meinem Magen, der die eigenwillige Nahrungskombination verarbeitete, erinnerte mich daran, dass auch Jan etwas essen musste, wenn er aufwachen würde. Ich ging zurück in seine Küche. Es stimmte, was er gesagt hatte. Nahrung war absolut keine mehr zu finden. Alles komplett leergeräumt. Ob er wohl eine Art Eintritt in die neue Gemeinschaft hatte zahlen müssen, seine Bereitschaft signalisieren, Opfer zu bringen und zu teilen? Aber nein, im Grunde war es doch selbstverständlich, dass man zusammenlegte, was man hatte. Oder etwa nicht. Ich bereitete eine Schüssel für ihn vor. Die Ananasscheiben klein schneiden und die Haferflocken im Saft einweichen. Ich stellte sie vor ihm auf den halbhohen Wohnzimmertisch. Dann trat ich erneut ans Fenster. Es hatte schon seit einer Weile kein Rufen mehr gegeben, aber dennoch, dort unten war Bewegung. Fresser. Er kam nicht aus der Richtung, in der wir ihn zurückgelassen hatten, sondern aus der entgegengesetzten. Ich kann nicht genau sagen, wie viel Zeit wir gebraucht hatten, um zu Jans Wohnung zu gelangen, wie lange es her war, dass wir Fressers verzweifelten Schrei gehört hatten. Fakt war, dass er wohl nicht vorhatte, so schnell zu Benito und den anderen zurückzukehren. Er stand in der Mitte der Straße, drehte sich langsam im Kreis und suchte mit den Augen Fenster und Türen ab. Fresser war noch auf der Jagd. Jemand kam hinter ihm her. Ein Degenerierter. Vielleicht der, den ich an uns hatte vorbeiziehen lassen. Er ging mit hängenden Schultern, trat an Fresser heran und sagte etwas zu ihm. Fresser schlug ihm ins Gesicht, so beiläufig wie andere ein Insekt verscheuchten. Der Geschlagene richtete sich mit blutender Nase mühsam wieder auf. Erneut trat er an Fresser heran und versuchte, die Aufmerksamkeit des Riesen zu erlangen. Fresser holte weit zu einem weiteren, diesmal energiegeladeneren Schlag aus. Erst im letzten Moment bremste er ihn ab und verschonte sein wild gestikulierendes Gegenüber. Die Erleichterung war dem viel kleineren Mann deutlich anzusehen. Jetzt drehte er sich um und zeigte die Straße hinauf. Fressers Blick folgte der Hand. Ich konnte sehen, wie seine Augen sich weiteten, aber nur für eine Sekunde. Sein Blick verhärtete sich wieder. Dann packte er den anderen Deck und wirbelte ihn an den Schultern herum, bis er mit dem Rücken an Fressers Bauch gepresst stand. Ich kannte diesen Bewegungsablauf. So bewegte man sich, wenn man einen anderen Menschen als Schild verwenden will. Der Deck zappelte und wand sich in Fressers mächtigen Armen, die ihn im Schwitzkasten hielten, bis sogar zu, bis Blut kam, aber Fresser hielt ihn eisern fest. Dann ging es los.